Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute am Wochenende, am Samstag, wollen wir uns nochmal über das Thema Risiko unterhalten und auch ein bisschen über das Thema, warum tradest du eigentlich überhaupt? Ne? Was ist dein Antrieb, dass du überhaupt tradest? Wir liegen in den letzten Zügen des Jahres 2017. Ich hoffe, die meisten von euch haben genauso wie wir ein sehr positives, erfolgreiches Trading-Jahr gehabt. Und jetzt ist natürlich schon wieder ein bisschen der Blick ins neue Jahr. Und ich möchte dir heute einfach mal einen Gedanken mitgeben, dass wenn du noch nicht so erfolgreich im Trading bist, woran es unter Umständen liegen könnte. Und nein, es liegt nicht daran, was du vielleicht für eine Strategie handelst. Klar, wenn das jetzt eine Strategie ist, die grundsätzlich nicht positiv ist oder keinen positiven Erwartungswert hat, dann wird es auch daran liegen. Aber oftmals ist es was ganz anderes. Ihr wisst ja, im Trading ist sehr, sehr wichtig das, was hier oben passiert, ne, im Kopf. Und eine Frage, die ich mir immer mal wieder stelle, das war übrigens jetzt gerade der Hund, eine Frage, die ich mir immer mal wieder stelle, ist, sind eigentlich wirklich alle, die an der Börse sind, traden sie, weil sie gewinnen wollen oder traden sie, weil sie nicht verlieren wollen? Das klingt ja mal auf den ersten Moment beides gleich. Ne? Wenn ich gewinne, verliere ich nicht und wenn ich nicht verliere, bin ich automatisch ein Gewinner. Und Warren Buffett hat ja auch mal gesagt, eine seiner goldenen Regeln ist, Regel Nummer 1, verliere kein Geld und Regel Nummer 2, vergiss nie Regel Nummer 1. Also das heißt, wir müssen uns ums Verlieren kümmern, aber, oder ums besser gesagt, ums Nicht-Verlieren, aber trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass ganz viele, die an der Börse sind und egal, ob das jetzt hier mit Optionen ist oder ob das mit Aktien ist oder ob das mit irgendwelchen Trading-Aktivitäten ist, dass deren Hauptaugenmerk immer darauf gerichtet ist, na hoffentlich verliere ich nichts. Ja? Also es ist so diese permanente Angst, die in denen ist und die ihr ganzes Regelwerk oder ihre ganzen Handlungen auch daraufhin ausrichten, ja nichts zu verlieren. Jetzt muss man aber eines ganz klar und deutlich sagen. Trading, egal welche Art und Weise, ist ein Geschäft. Das ist ein Unternehmen, das ist ein Business, was wir hier betreiben. Und ein Business, was wir betreiben, jede Art von Geschäft ist risikoreich. Und jede Art von Geschäft, was man betreibt, kann dazu führen, dass man Verluste hat und es kann auch dazu führen, dass man außerordentlich große Verluste hat. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Also diejenigen, die sagen, ich möchte eine Art von Trading betreiben, ich möchte also quasi eine Art von Unternehmen betreiben, was völlig risikolos ist, die haben einen falschen Denkansatz, schon bevor sie ihr Trading überhaupt beginnen. Als ich meine Firma hier gegründet habe, wusste ich natürlich auch, dass das Risiken beinhaltet. Ne? Man stellt Mitarbeiter ein und stellt dann vielleicht irgendwann mal fest, es sind die falschen Mitarbeiter. In der Zwischenzeit hat man aber schon mehrere 10.000, wenn nicht gar 100.000 Euros bezahlt für diese Mitarbeiter. Wenn man, ich habe jetzt hier diese Immobilie gekauft, das ist ein Risiko. Ne? Warum? Naja, auf der einen Seite ist es ja so, also dieses komische Geräusch immer hier unten, ne? Das ist unser Hund. Wir waren gerade im Freien und es hat geregnet und das mag er überhaupt nicht. Und deswegen schüttelt er sich jetzt hier immer. Also, als ich diese Immobilie hier gekauft habe, da weiß ich, das ist ein Risiko. Warum? Aus den aktuellen Gegebenheiten heraus habe ich hier einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Das Geld ist billig, das heißt, ich habe, obwohl ich das Geld hatte, natürlich auch ein bisschen was Kredit genommen. Ich weiß, dass ich die Immobilie selber brauche und wenn ich sie mal nicht mehr brauche, dann kann ich sie auf jeden Fall in der Lage hier jederzeit zu den aktuellen Gegebenheiten problemlos weitervermieten. Aber ich weiß natürlich auch, irgendetwas könnte passieren, dass diese Immobilie deutlich an Wert verliert, dass ich keinen Mieter finde und dann habe ich halt ein Risiko. Und dieses Risiko kann ich nicht ausschließen. Das geht einfach nicht. Ich kann kein Geschäft machen, wo ich kein Risiko habe. So, und das kommen wir jetzt mal wieder zurück aufs eigentliche Thema, nämlich aufs Trading.
Viele gehen aber an ihr Trading heran gar nicht so mit der festen Absicht, ich will gewinnen, ich will damit richtig Geld verdienen, sondern naja, ich will schon dabei sein, Geld verdienen wäre okay, aber Hauptsache ich verliere nichts. Und das ist aus meiner Sicht heraus der falsche Ansatz. Und ich will euch aber auch mal erklären, warum es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man verlieren würde, je nachdem, in welchem Stadion man sich befindet. Nicht Stadium, ne, also Stadion, sondern Stadium. Es schreiben ja immer mal, der ein oder andere nimmt ja so Wörter, die ich ganz besonders toll ausspreche, schreibt ihr runter, also ihr könnt jetzt, habt jetzt wieder eins, Stadium. Okay, also, und zwar, stellt euch mal vor, ihr fangt gerade mit dem Optionshandel an und ihr habt ein Konto, das ist 5.000 Euro groß. So, das wird für euch persönlich viel, viel Geld sein. Warum? Es ist ja nur das, was ihr habt. Ne? Das heißt also, aus euren finanziellen Gegebenheiten heraus sind 5.000 Euro viel Geld. Ihr wisst aber auch, wenn ihr einigermaßen realistisch denkt, dass ihr mit diesen 5.000 Euro nicht euer langfristiges Zielwert erreichen können, sondern dass ihr immer mal wieder Geld in dieses Unternehmen, in euer Trading hineinbringen werden müsst. So. Und jetzt überlegt mal, als ich angetreten bin und zum allerersten Mal einen Trade gemacht habe, das ist 26 Jahre her, da habe ich zwar überhaupt keine Ahnung gehabt, wie Trading funktioniert und es hat viele Jahre gedauert, bis ich es einigermaßen verstanden habe, aber ich hatte nie den Anspruch zu sagen, das Geld, was ich jetzt hier investiere, das darf ich nicht verlieren, sondern mein Anspruch war immer, ich möchte mit Trading reich werden, ich will damit viel, viel Geld verdienen. Für mich ist es keine Option gewesen, schon von Beginn an zu sagen, ich möchte im Jahr 5.000 Mark mit Trading verdienen. Wir haben eben jetzt heute 5.000 Euro. Ne? Das ist für mich kein Anspruch gewesen, weil ich betreibe doch kein Geschäft für 5.000 Euro. Auch wenn das viel Geld ist. Ne? Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber mein Anspruch war es immer, ich möchte sehr viel Geld verdienen. Ich möchte damit 5.000 Mark im Monat verdienen. Ich möchte damit 5.000 Euro im Monat verdienen. 10.000 Euro. Ich möchte 100.000 im Jahr verdienen. Ich möchte mit Trading Millionär werden. So. Und das kannst du aber nur erreichen, wenn du bereit bist, am Anfang gewisse Risiken einzugehen. Und jetzt nochmal, um auf diese 5.000 Euro zu kommen. Jetzt mal angenommen, ihr tradet und jetzt passiert wirklich etwas und ihr verliert die Hälfte eures Geldes. Ganz ehrlich, das ist nicht schön, aber würde denn da die Welt untergehen, wenn ihr von 5.000 Euro 2.500 verliert? Lasst mal euch alles verlieren. Ne? Lasst euch mal alles verlieren. Ihr habt 5.000 Euro in irgendeine Art von Trading investiert und jetzt passiert irgendwas ganz, ganz Verrücktes und jetzt verliert ihr euer ganzes Geld. Ne? Tragisch, ja, aber nicht der Weltuntergang. Jetzt habt ihr euch irgendwann mal hochgearbeitet und seid von 5.000 im Laufe der Jahre auf 50.000 gekommen. So, jetzt wird sich euer Handeln automatisch verändern. Nämlich, jetzt sagt er, naja gut, 5.000 Euro konnte ich vielleicht relativ schnell wieder beschaffen. 50.000 Euro, das wird wieder etwas dauern. Also was werdet ihr automatisch machen? Ihr werdet euer Risiko in diesem Geschäft minimieren. Ne? Ihr werdet nicht mehr so aggressiv sein, wie ihr das gemacht habt mit 5.000 Euro. Und zu was wird das führen? Dass wenn das gleiche Ereignis nochmal käme, was euch vielleicht am Anfang mit den 5.000 Euro 50% gekostet hat, das kostet euch jetzt vielleicht bloß noch 30%. Immer noch nicht schön, aber das müsst ihr halt einfach einkalkulieren. Jetzt gehen wir noch ein paar Jahre in die Zukunft. Ne? Ihr habt euch verändert, ihr seid natürlich, wenn ihr es geschafft mit 5.000 anzufangen und irgendwann mal bei 500.000 zu sein, wie gesagt, nicht innerhalb von 2 Jahren. Keine Angst, das dauert dann schon mal 10, 15 Jahre, ne? Je nachdem, wie gut ihr seid. Aber ihr habt jetzt vielleicht auch 20, das legt mich da jetzt bitte nicht auf irgendeinen Zeitraum fest. Ne? Und jetzt habt ihr 500.000, das heißt, ihr seid viel, viel besser geworden. Ihr habt Trades gemacht, ohne Ende. Ihr wisst jetzt einfach, wie der Hase läuft, weil sonst habt ihr schon längst aufgegeben. So, und jetzt werdet ihr euer Risiko wieder reduzieren, sodass ihr beim gleichen Eintritt des Ereignisses, was euch mit den 5.000 Euro vielleicht ein halbes Konto, ein ganzes Konto verloren hat, das wird euch jetzt vielleicht nur noch 10-15% kosten. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was viele am Anfang nicht verstehen, dass sie sagen,
ich will ja die nächsten, ich bin zum Beispiel jetzt 46. So, das heißt, ich trade jetzt 20, über 20 Jahre, 25 Jahre. Und ich möchte das aber natürlich auch noch die nächsten, vom Stand heute, das kann sich ja jederzeit ändern, aber vom Stand heute aus, will ich das schon noch 20, 30 Jahre machen. Ne? Warum denn nicht? Und jetzt werde ich doch aber, so wie ich heute handle, in 10 Jahren nicht mehr handeln. Ich werde in 20 Jahren wieder anders handeln, ich werde in 30 Jahren wieder anders handeln. Und zwar werde ich schon allein aufgrund des permanent anwachsenden Kontos, was ich habe, mein Risiko anders strukturieren. Wenn ich aber von Beginn an sage, also das heißt zum Ende hin wird es immer wichtiger, dass man sagt, okay, mir geht es gar nicht so sehr darum, wahnsinnig viel zu gewinnen, bloß jetzt ist mir es wichtig, nicht mehr so viel zu verlieren. Wenn ich aber diese Einstellung, die absolut richtig ist, wenn ich die schon am Anfang habe, wenn ich 5.000 Euro habe, dann werde ich niemals dahin kommen, mal 500.000, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen zu haben. Das wird nie im Leben funktionieren. Und vielleicht kann das auch nur jemand verstehen, der solche großen Konten handelt. Ja? Und weil wir ja immer so diese, ich merke das auch in den Coachings zum Beispiel, weil dann immer viel gefragt wird, ah, was ist denn, wenn morgen mal was passiert und so weiter. Und diese Fragen kommen immer von Einsteigern, was ja ganz logisch ist. Und sie kommen auch immer von denjenigen, die relativ kleine Konten haben, was auch logisch ist. Ne? Weil wenn du nur 5.000 hast und dann denkst du, oh, es ist mein ganzes Geld weg, dann ist das natürlich für dich ein großes Problem. Wenn du einmal darüber nachdenkst, ist es eigentlich kein Problem. Ne? Klar, die 5.000 Euro weg, ärgerlich. Aber wenn du sagst, ich will das jetzt 30, 40 Jahre machen, dann musst du natürlich bereit sein, am Anfang ein bisschen mehr Gas zu geben, damit du irgendwann auch mal in Höhen kommst, wo es sich lohnt. Und wenn man dann von vornherein sagt, ah, ich gehe eigentlich nur aufs Spielfeld und Hauptsache ich verliere nicht, ne? Wird das einfach nicht funktionieren. Und ich habe ja das große Glück, dass ich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Tradern, Investoren, Anlegern sprechen kann, was die Kontogröße anbelangt. Das heißt, ich unterhalte mich allein schon durch unsere Webinarreihe, kleine Konten, weil ich da die E-Mails bekomme, weil ich Rückmeldungen bekomme, mit sehr vielen Neueinsteigern, die tatsächlich nur wirklich kleine Konten haben, 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Ne? Auf der anderen Seite spreche ich mit Kunden, die ein paar Jahre jetzt bei uns sind und die Konten haben 250.000, 500.000, 1 Million, 2 Millionen. Und ich spreche aber auch mit Anlegern, die zum Beispiel Fonds verwalten mit 200 Millionen, mit 500 Millionen, mit Rentenfondsmanagern, die 1 Milliarde verwalten. Ne? Und du merkst sehr, sehr deutlich, je mehr Geld da ist, hängt natürlich ganz klar mit den Erfahrungen zusammen, je länger die dabei sind, dass diejenigen, die länger dabei sind, die haben gar nicht mehr so die Befürchtung, dass die sagen, oh, wenn jetzt so der große Crash kommt, dann werden wir unser ganzes Geld verlieren. Nein, die wissen ganz genau aufgrund ihrer Positionsgrößen, die sie handeln, dass sie überhaupt dieses extreme Ausfallrisiko nicht mehr haben. Und selbst wenn sie es hätten, würde es keine Rolle mehr spielen, weil... Ich will euch ein einfaches Beispiel geben. Ich handle privat mein Konto, mein Trading-Konto, mit Risiken zwischen 0,3 und 0,5% pro Position. In diesem Jahr, wir hatten niedrige Volatilitäten, in der Regel 0,3%. Jetzt habe ich handle ja sehr viele Future-Optionen auch, jetzt habe ich im Schnitt so vielleicht 7, 8 verschiedene Positionen im Konto. Zurzeit habe ich glaube ich 12, 13, aber es gibt auch mal Tage, Entschuldigung, da habe ich vielleicht 12 Positionen oder 15. Ne? So, sagen wir mal 7, 8 im Schnitt. Und wenn die aber alle 0,3% groß sind, dann habe ich also insgesamt vielleicht 2,4, lassen wir es 3% Risiko im Markt. Und selbst wenn ich jetzt also sage, es kommt ein Extremereignis und ich habe diese Extremereignisse erlebt, ne? Selber mit eigenen Konten, selber, weil ich dabei war, und Positionen würden sich alle gleichzeitig, was extrem unwahrscheinlich ist, aber gehen wir davon aus, die würden sich verzehnfachen. Was habe ich dann in meinem Konto? Dann habe ich 30% Drawdown. So, dann rede ich aber davon, dass wir eine Situation haben wie der Tag, an dem Lehman Brothers pleite ging. Und an diesem Tag war niemand, der einigermaßen vernünftig ist, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, mit 7 oder 8 korrelierenden Positionen im Markt.
war niemand. Und wer es war, der ist pleite gegangen. Richtig. So. Aber was ich euch damit sagen will, und ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr, aber ihr müsst einfach für euch überlegen und vielleicht auch jetzt mal fürs nächste Jahr, warum geht ihr überhaupt aufs Spielfeld? Was seid ihr denn? Wollt ihr immer nur euren Status quo verteidigen oder wollt ihr, dass ihr gewinnt? Das bedeutet nicht, dass wenn man gewinnen will, dass man die Risikovorsorge komplett außen vor lässt. Na? Das heißt aber auch, wenn ich nur aus Angst agiere, weil ich immer Angst habe, oh, da könnte irgendwas passieren, dann werde ich einfach auch nicht vorankommen. Und ich finde halt, Trading macht nur Sinn, wenn man sagt, ich möchte langfristig richtig Geld aus dem Markt ziehen. Also wenn es eure Motivation ist, hier im Jahr 2.000, 3.000 Euro zu verdienen, na, dann könnt ihr eigentlich auch was anderes machen. Dann gibt es wirklich Dinge, die mehr Sinn machen. Auch hier wieder, wer ein kleines Konto hat und ihr sagt, naja, im Grunde genommen der Zeitaufwand, den ich momentan betreibe, wenn ich das mal in Stundenlohn umrechne, das rechnet sich ja gar nicht. Falsch gedacht. Warum? Weil am Anfang ist es ganz klar, dass du viel investieren musst und vor allem du musst viel Zeit investieren. Ne? Du musst lernen. Die ersten 10 Jahre als Trader musst du lernen. Punkt. Nach einer gewissen Zeit wirst du profitabel, vielleicht nach 6 Monaten, vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach 2 Jahren, dann bist du profitabel. Aber dann hört ja deine Lernphase nicht auf, die dauert ja 10 Jahre. Nach 10 Jahren kannst du dir sagen, okay, ich glaube, jetzt habe ich das Spiel begriffen, jetzt kann ich variieren, jetzt kann ich Dinge tun. Und dann fängt es an, richtig, richtig Spaß zu machen. Ne? Macht auch vorher schon Spaß, aber nach 10 Jahren macht es dann richtig Spaß. So, und das schaffst du aber nur, wenn du nicht von Beginn an in Furcht, in Angst zerfällst und sagst, oh, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich passiert nichts. Denk dran, es ist ein Geschäft, was wir hier machen. Und jedes Geschäft, es gibt kein risikoloses Geschäft auf der Welt. Ne? Geschäfte beinhalten automatisch Risiken. Unser Job ist es, diese Risiken zu managen. Aber wer hingeht und sagt, ich versuche dieses Risiko komplett auszuschließen, der ist in diesem Geschäft, der ist als Unternehmer, der ist als Trader komplett falsch am Platz. Der hat da nichts zu suchen, weil er wird nie im Leben befriedigende Ergebnisse erzielen. Und deswegen macht euch da auch nicht zu viele Gedanken, was könnte passieren. Es gibt einen wunderbaren amerikanischen, oder besser gesagt, es gab ihn, einen wunderbaren amerikanischen Schriftsteller, Mark Twain. Und Mark Twain hat einmal sinngemäß gesagt, ich habe mir mein ganzes Leben lang Sorgen um Dinge gemacht, von denen am Ende 99% nicht eingetreten sind. Und ich glaube, das ist ein guter Rat, den wir annehmen sollten oder ein guter, ja, nehmen wir es als Rat an, was wir definitiv auch aufs Trading übertragen können. Überlegt euch, warum geht ihr aufs Feld? Ich gehe aufs Feld, um zu gewinnen. Mein Anspruch ist es, zu gewinnen. Und da fällt mir jetzt gerade noch eine Analogie dazu ein. Es dauert gar nicht mehr lang. Ich glaube, im Februar des nächsten Jahres sind die Olympischen Spiele, Winterspiele, im Sommer ja dann die Fußball-Weltmeisterschaft. Und natürlich gibt es Teams, die sagen, dabei sein ist alles. Wenn du aber, und jetzt werden wir mal ein bisschen national, wenn du aber sagst, du gehörst zum Team Deutschland, bei uns ist eben das Team Optionsstrategien, wenn du sagst, ich nehme an der Weltmeisterschaft teil, dann geht es doch nicht darum, dass die da hinfahren und dann sagen die, hey Yogi, also es wäre schon schön, wenn wir nicht verlieren. Sondern wie gehen die hin? Die gehen hin und sagen, ich will gewinnen, wir wollen Weltmeister werden. Das heißt nicht, dass es am Ende klappt. Aber ohne diese Einstellung, wenn du ohne diese Einstellung hinfährst und sagst, naja, Hauptsache wir verlieren nicht, ne, wirst du kein Weltmeister. Und selbst wenn du sagst, du bist das beste Team der Welt und du hast diese Einstellung und alle deine Favorites, alles was du brauchst, spricht für dich, auch dann musst du damit rechnen, dass du verlierst. Wer erinnert sich denn nicht? Letzte Weltmeisterschaft in Brasilien. Haushoher Favorit ist Brasilien, eine der besten Mannschaften der Welt. Alles hat für die gesprochen. Und trotzdem hatten sie eben das Risiko, dass sie dann, und das ist eingetreten, sie sind gegen Deutschland dann ja herausgefallen. Ich glaube 7-1 war damals das Spiel, fantastisches Spiel. Aber
Trotzdem sind doch die Brasilianer nicht angetreten und haben gesagt, na hoffentlich verlieren wir nicht gegen Deutschland, sondern haben gesagt, wir wollen gewinnen. Ne? Okay, dann hat es eben mal nicht geklappt und dann sind sie eben nicht Weltmeister geworden. Aber hat es jetzt bei denen aufgehört mit Fußballspielen? Sind die jetzt kein Favorit mehr? Sind die jetzt nach wie vor nicht eine der besten Mannschaften der Welt? Ne? Das war quasi ein Drawdown und ja, der war vielleicht schmerzhafter als gedacht. Aber mit der richtigen Einstellung kommst du ja dann wieder und machst dann weiter. Deswegen nehmt das mal einfach als Idee, als Anregung für euch mit. Überprüft mal, warum ihr dieses Jahr dabei wart. Und wenn ihr dabei wart, weil ihr nur nicht verlieren wolltet, dann überlegt mal, wie ihr das vielleicht im nächsten Jahr besser machen könnt und sagt, ich will gewinnen. Das hat nichts mit Strategie zu tun, sondern das hat hier mit Kopf zu tun. Und wir gewinnen mit unserem Kopf. Strategien kennen alle. Alles, was es an der Börse gibt, hat keiner einen Edge gegenüber einem anderen, zumindest nicht von uns Privaten. Aber warum gibt es Private, die gewinnen? Warum gibt es so viele Private, die verlieren? Das ist eine Kopfsache. Es ist eine reine, reine Kopfsache. In diesem Sinne, euch einen wunderbaren dritten Advent. Eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.